Willkommen zu einem kleinen Angespielt-Video zu Smash Bros. Ultimate, welches wir während des Post-E3-Events aufgenommen haben. Was ihr hier seht, ist eine Demo, welche auch bei der E3 spielbar war, also nicht das fertige Spiel. Nikola hat Kirby genommen, ich war der Inkling und habe mir gerade das Moveset angeguckt, denn das war auch gleichzeitig mein erster Kontakt mit dem Charakter. Alle Attacken, die Tinte verbrauchen, leeren auch die Anzeige unten. Also wenn man keine Tinte mehr hat, kann man die Attacke auch gar nicht erst ausführen, sondern man macht eine Animation. Assist-Trophies kann man in diesem Spiel angreifen. Wenn man sie K.O. schlägt, kann man sogar Punkte dafür bekommen. Ich bin währenddessen dabei, die ganze Zeit das Schild hochzuhalten, weil das irgendwie so eine Angewohnheit geworden ist aus dem letzten Spiel. Wie ich gemerkt habe, sind defensive Optionen in diesem Spiel aber stark im Nachteil. Der Shield-Stun ist ziemlich angestiegen, was bedeutet, dass man mit einem Griff nicht mehr immer kontern kann. Ausnahme dabei ist natürlich, wenn man den perfekten Schild bekommt. Allerdings ist das ein hohes Risiko, wo man sich zweimal überlegen muss, ob man das überhaupt gehen will. Bei Treffern fliegt man jetzt viel schneller weg, sodass sich das anfühlt, als würde man einen Ballon quer durch den Raum schlagen. Beim Zuschauen fällt das aber eher auf als beim Spielen selbst. Die Inklinge machen übrigens sehr viel Laune. Verglichen mit vorherigen Charakteren spielen die sich vom Gefühl her wie die Mii-Kämpfer von Smash für Wii U. Während des Ultra-Smashs kann man sich übrigens frei bewegen und andere Kämpfer mit reinwerfen. In diesem Fall habe ich das total vergessen. Aber letztendlich hat das ja eh zum K.O. gereicht. Hier sieht man, wie sich Kirby jetzt in eine Schatztruhe von Breath of the Wild verwandeln kann. Und so wie auch in allen anderen Smash-Teilen kann man das ganz einfach kontern, indem man einfach greift. Was ich hier probiert habe, war eine Down-Throw-Combo, etwas, was in Smash für Wii U fast alle Kämpfer hatten. Allerdings ist es in diesem Spiel durch den abgeänderten Knockback nur noch bei niedrigen Prozentwerten möglich. Trotzdem funktioniert es für den Inkling hier auch und die neue Mechanik, aus einem Short-Hop einfacher anzugreifen, hilft dabei ziemlich gut. Angriffe aus dem Sprint auszuführen ist übrigens leichter gesagt als getan. Ich habe mich da tatsächlich ziemlich schwer getan und meistens eine Sprintattacke ausgeführt. Die meiste Zeit habe ich einfach so gespielt, wie ich es aus dem letzten Teil gewohnt war, was für mich hieß, einfach viel zu greifen und so irgendwie eine Combo zu starten. Aber mehr als ein Treffer war da nie drin. Inzwischen hat Kirby den Pokéball bekommen, in dem ein Relaxo drin war. Also bin ich auf dem rechten Teil der Stage geblieben und habe mal wieder eine Wurfattacke benutzt. Die letzten 10 Sekunden sind nun angebrochen und da wir nur das eigentliche Match filmen durften, hier den Endstand vorweg. Es stand plus 2 für den Inkling und minus 2 für Kirby. Der Announcer sagt am Ende übrigens nicht mehr sowas wie "Der Gewinner ist Inkling", sondern "Inkling gewinnt", aber halt in Englisch. Ja, und damit war's das auch mit dem Video. Mehr als ein Clip war da leider nicht drin. Das heißt, danke fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal.